Schau mal, da muss etwas passieren. Das sieht schon proper try. Genau das habe ich gemeint. Die, Bro! Au! Willkommen zurück zu einem neuen Sander Smith Vlog. Wir sind hier zu Thun am wahrscheinlich berühmtesten Trial-Spot vom Berner Oberland mit dem Luis. Seit langem wieder einmal. Wir haben 3 Bikes dabei, 2 Dirt-Jump-Bikes und ein Trial. Heute ein bisschen Trial-Session machen. Luis wird mitmachen, aber hat natürlich nur einen Dirt-Jumper. Bis jetzt. Vielleicht gibt es da in Zukunft mal noch ein Trial. Je nachdem, wie die Session heute läuft. Ja, wie viele Schürfwunden dass ich mir zuhöre. keine. Nein. Dirt-Jumps haben wir aber dabei. Vielleicht gehen wir nachher noch eine kleine Session auf den neuen Dirt-Park von Steffisburg machen. Und wir haben auch noch eine kleine Side-Activity vielleicht geplant, für nach dem Velofahren. Aber mal schauen, ob wir das machen. Stay tuned for that. Jetzt Helm auf und nachher gehen wir dafür zu diesen Betonblöcken. Weil mit Betonblöcken können wir ganz viel Spass haben. Und warm bleiben vor allem, weil es ist wieder mal Kackwetter. Jo, let's go. The DJ Bike. And the Trial Bike. Extension Avenger. Full Carbon. Nicht einmal 10 Kilo. What a beast. Und neues Vlogger Setup. Ja, Mann. Vom Louis. Damn, der hat er double gevloggt. Schau ihn an. So, normal. Ja. Na, jetzt bin ich im Frame. Ha. Grüezi wohl miteinander. Wir sind jetzt beim Louis auf dem Kopf. Und wir sind da vorne bei einer Challenge. Louis nennt es Monster Truck. Und wir probieren so über einen Betonklotz drüber fahren. Wow, how excited is that? Ja, aber kommen wir mit. Let's go. Ah, Scheiße! Es hat erst einmal so ein bisschen ansatzweise geklappt. What the fuck? Oh, ich bin fast gestorben. Ich probiere gerade nochmal. Holy shit! Vielleicht muss man beim Street Trial fahren doch auch schoner anlegen. Das Commitment wieder nicht da gewesen. Ja, vorher schon. Ah, alles andere als schön. Jetzt nochmal letzter Versuch. Ach, schon einmal gerade schon verscheucht worden von den Hotelbesitzer von da. War unfreundlich gewesen. Darum sind wir jetzt 5 Meter weiter. Da ist wieder gut. Willst du schon mal probieren? Probieren mal. Jetzt zeigen wir euch schnell Luis mit dem Dirtbike. Die Geometrie vom Dirtjump ist natürlich ganz etwas anderes. Viel schwieriger. Ja. Monster Trucking wortwörtlich. Jetzt hat er gesagt, wenn er das First Try schafft, probiert er auch aufs Hinterrad rauf, also Up-to-Back nennt sich das im Trial. Zweite richtige Trial-Session da von mir, vorher ein bisschen rumgerollt. Yeah, wow, not bad, ey. Besser als bei mir. Bei mir sieht es wahrscheinlich richtig beschiss. Alter! Ey, das war schon nice. Richtig, richtig geil. Ah. Und so wieder runter möchte ich eigentlich. Aber ja, ihr seht, Sandro und Joey. Ach, Scheiße. Ja, ja, ja. Oh. Nicht schön, aber es hat funktioniert. Heikle Sache. On to the next one. Okay, Luis probiert jetzt auch mal auf dem Trial. Backwheel hop, die Stege rauf. Aber es sieht schon mal sehr gut aus. Einmal ist er bis jetzt auf dem Velo gerollt, vom David. Schade ist er nicht dabei. Der könnte uns einen Haufen Zeug beibringen. Da. Ich arbeite da. Commitment hat er auf jeden Fall, der Luis. Da. Oh, das Backend ist so cool, es kommt noch ein. Was ist das? Hehehe
Ah, ich kann mich so gut in dich fühlen. Gib mir, ich probiere mal das Gleiche. Ich komme von der anderen Seite, weil ich lieber so hochhüpfe. Yeah, first try. Und jetzt machen wir noch so einen da. Oh, Sketch. Ah, Pedal verloren. Ich versuche mich nochmal. Aber das ist klein, Mann. Danke, hat besser geklappt, als ich gedacht habe. Jetzt ist ein bisschen Herentaste im Flat. Genau. Den Moment zu finden, wo man mit dem Pedalkick führen kann, um vorwärts zu kommen auf dem Rücken, auf dem Hinterrad. Musst du mit dem Pedalkick führen mehr wahrscheinlich? Kommt darauf an, ob du ihn brauchst oder nicht. Ob du vorne runterkommst oder nicht. Nein, das glaube ich nicht. Außer du willst vorwärts kumpen. Ja. Yeah. Oh, schön. Ja, genau. Machen wir einfach dir. Ich muss den inneren David in mir suchen. Der innere David dafür holen. Er ist schon crazy. Ihm geht es leider nicht so gut. Ein bisschen krank, darum kann er nicht dabei sein. Das nächste Mal gehen wir unbedingt mit ihm noch so eine Session machen. Das ist krank, was der selbst für Sachen macht. Da sehen wir zwei gerade aus wie die grössten Joeys. Oh yeah. Okay, warte. Yeah! Holy shit! Der ist ja schöner drinnen als ich. Mit dem habe ich hohe Mühe, den kriege ich nicht her. Aber ich werde gerade das gleiche mal probieren. Also, gib mir mein Velo wieder zurück. Okay. Aber das ist nicht meine Seite. Fick Scheiße. Wir machen es auf dem hier. Ja, ich krieg das nicht her mit dem Timing. Die hohen Autos zum Kotzen. Kann das nicht. God damn. Scary vor allem, wenn du so siehst, dein Vorderrad könnte runtergehen. Oh ja. God damn. Mein innerer David, ja. The commitment einfach. Oh. Ja, der vor first try. Dort musste ich mich essen. Also ich bin hier hinten so knapp. Oh. Ich kann das nicht. Ich hänge jetzt immer mit dem Vorderrad so an. Da, up to front, to back down drop. Na, nochmal, da. Yeah, der hat sich das erste Mal nice angefühlt. Oh, danke, jetzt bist du wieder dran. Geil. Ja, mit dir sieht das so viel besser aus als bei mir. Ja, das braucht auch Commitment. Ja, genau das habe ich gemeint. Aha. Auch wenn wir manuell, vielleicht schaffen wir es ja so. Aber irgendwie. Ja, das ist geil. Okay, first try up to manual. Oh, Alter, yes. Very good. Ich komme gerade nochmal runter da. So viel Mut. Ja. Dritter Versuch. Up to manual. Ja. Komm. Oh, yes. Oh, yeah, dude. Nächste Hash. Nice, okay. Cooler Pulli übrigens.
Ja. Matching as always. Ja. Let's go. Oh. Yeah. Alter, mega sick. Ure geil. Okay, zum Abschluss noch ein One Bang so up to front, also rauf, beim Vorderrad. Ja. Dann auf das Hinterrad und rückwärts drauf. Weißt du, rückwärts. Zeig, vorne. Ja. Auf dem kleinen Ding da am Brunnen. Okay, okay. Ah, ja. Den machst du auch mit dem Dirt-Dramix, ja? Ja. Yeah! Alles sieht noch so quacklig aus, aber, ja, aber schon mega gut für so das erste Mal. Ja. So ungewöhnlich mit der Geometrie und so. Aha. Aber den wollte ich von dir auch noch sehen. So am Hinterrad dran und dann rückwärts weg. Okay, okay. Noch nie gemacht. Geil, das fühlt sich noch cool an. Das zweite Mal funktioniert es natürlich nicht mehr. Ah, wäre noch nice, 180 wegdrehen. Ach, keine Chance. Ah, fuck! Oh. Ja. Ah, ich kann's nicht. Mit Zeit vorne. Ich werde nochmal so ein Up to Front to Back machen. Das ist ein schöner. Das fühlt sich so geil an. Zu viel Blöffen gsi. Wow. Jetzt habe ich fast zu viel Vorlage gehabt beim Aufgehen. Scary as fuck. Aber gut, Mann. Danke, Mann. Yeah! Das ist geil. Das sieht schon proper trial aus da. Yo! Oh. Oh, komm schon, das fühlt sich mega trial. Es fühlt sich mega trial an. Ja, ei. Oh. Jo. Oh. Das ist eine gute Bremse. Ja, das ist echt so. Magura MT7, 203 mm vorne und hinten. Das ballert wie wild. Let's go. Come on. Oh, nein. Da sind vier Bar hinten drin, aber wenn man so Sachen macht, sieht es gerade wieder nach wenig aus. Das ist auch Geschmackssache. Reifendruck im Trial. Bar fahren mega wenig. Oh. Machen wir Pause, ich mach schnell etwas. Oh, ja, mach gut. Oh, ja, aber das braucht einfach Commitment. Das wird nochmal, da muss etwas passieren. Komm, wir machen einfach noch ein bisschen eine Session. Filmen wir später wieder, machen wir noch ein paar B-Roll für dich. Und nachher sehen wir uns auf dem nächsten Park. Later! So, wir haben gerade etwas Kleines gesnackt in einem bekannten Restaurant hier hinter uns. Und jetzt wechseln wir von dieser Beauty hier aufs Dirt Jump Bike. Und fahren dafür zum Dirt Park Steffisburg für noch eine kleine Session. Auf der Asphalt Jumpline oder auf dem Airbag. See you there. So, da sind wir. Dirt Park Steffisburg. Luis da schon am Fetzen. Ich habe auch schon einen Run gemacht. Mittwoch Nachmittag. Es ist so viel los, so viel Kids, Höllenbetrieb da, wer hätte es auch anders erwartet, oder? Ja? Ja. Wenn ihr Hallo sagen? Moin. Moin! Wir sind jetzt beim Luis auf dem Helm und wir machen schnell einen Follow Me Train Run. Mal schauen, was wir so herkriegen. Let's go! Tabletop auf dem ersten, One Footer auf dem zweiten, Zack auf dem dritten und X auf dem letzten.
und den Steezy Run zurück. Und noch ein Scrub auf dem letzten. Oh, schauen wir an, wie viele Leute das sind. Probieren wir die Line noch mal ein bisschen zu clearen. Ist ready? Let's go. Ein bisschen ein schöner Tabletop auf dem ersten. No, but auf dem zweiten. T-Bock. Und. Ich höre den Louis schon hinter mir. Ja. Jetzt fahre ich mal dir hinten an. Wie heißt es? Dan. Wie alt bist du? Ich bin 12. Und von da? Ja, ich bin lange wie lange fährst du Velo? So ein Jahr vielleicht. Ah, nice. Und jetzt fahren wir mit Louis hin. Ah! Wie alt bist du? Und wie lange fährst du Velo? So. Okay. Hau rein. Let's go. Ich nehme da vielleicht ein bisschen. Oha, One Footer auf dem ersten, T-Bog auf dem zweiten. Nice Whip. Und den Tacknowhander auf dem letzten. There we go. Yo! Nice Style. Er fühlt sich auch da die Line, ist mega flowig. Juhu! Fail tap! So, dann fahren wir dir mal hinein. Ich passe auf den Nebel. Das sagen alle. Immer die Tiefstapler. Dropping in! Yeah! Schon mal schön in die Landung da, nice! Und der letzte lassen wir raus. Juhu! Pedaling durch die Kurve. Jaha! Nice! Slow-mo run. Meine Stimme tönt sicher lustig. Ah! Die erste ist schon mal verkackt. Oh mein Gott! Oh Mann! Die, Bro! Komm mit mir da, wie hast du den Slow-mo gefilmt? Oh mein Gott! Was hast du gemacht? Boah! Und dann habe ich das Vorderrad am Schuh eingehängt. Ich dachte, ich lande jetzt so. Und nachher ist es plötzlich doch noch irgendwie in letzter Sekunde zurückgegangen. Fuck my life. Nochmal. GoPro, stop recording. Parat? Ich weiß noch nicht, was ich mache. Let's go. Boah, der Wind spürst du richtig. Ja. Hey Hotel, Mino hat gesagt, ich soll die mal noch filmen. Ich fahre drinnen, alles gut. Okay, dann fahr du schön. Ready? Ja. Wie alt bist du? Let's go. Let's go! 12. Nice. Sicher jeden Tag da. One footer for the boys. Juhu! Sehr geil. So, Mino in front, wir machen einen Follow-Run. Local da. Ohren im Griff, hat sich. Oh. Jetzt habe ich verkackt den Follow. Wir müssen nochmal. Droppen. 14 Jahre von da. Seit einem Jahr am Dirtjumpen. Und schon easy im Griff, da ich probiere nachzukommen. Ja, yeah. Und sie grab. Oh, auf dem letzten. Juhu! Zeug! Was soll ich sagen? Stay hydrated und trink Wasser. Genau. Das ist das Gleiche. Ja! Kann ihn fahren! So schlimm!
Da, die Kids haben da den Airbag noch aufgeblasen. Die Kids sind schon hart am Senden, nice Tricks rauslassen. Und wir machen obviously First Try Flip, natürlich. So. Ist er runtergefahren? Crazy. So, Till is dropping in with his Nofoot Can Can. Ja. Geiler Sieg. Zack, am Ende, Whipper. Huge Extension. Wer kommt als nächstes? Ich weiß nicht, wie er heißt, aber er macht ein bisschen Witz. Ja. Willst du nochmal da runterfahren? Film dich. Ja, das ist YouTube. Ja, willst du etwas sagen? Hallo. Du bist vorher runtergefahren, machst gell? Du, ja, machst du wirklich YouTube? Ja. Zeig. Hallo, ich bin Kevin. Ich habe eher hier das neue Chance können neu machen. Ja, ure geil. Ich bin nicht getraut. Ich mache es mach's jetzt. Mach nochmal, ich filme dich. Yeah! What a good! Tschüss! Noch kleine Bike-Porn zum Schluss. So, das wär's gsi da aus Steffensburg. Der Wind wird immer stärker, es wird sketchier zum Fahren. Jetzt gehen wir noch ein paar Bälle schlagen. Yeah. Nochmal golfen für mich das erste Mal. Luis hat schon mal gemacht. Bin gespannt. Let's go. See you there. Einfach Bälle schlagen, oder? 44 Franken haben wir gezahlt jetzt für das, für beide. 2 Franken pro Schlägermiete und dann noch 2 Franken pro 20 Bälle. Eigentlich gar nicht so teuer. Darum haben wir gedacht, gönnen wir uns das mal und jetzt gehen wir Bälle schlagen. Zuerst mal auf so einem Golfkurs. Schicke Schüler haben wir angelegt. Die denken sicher, jetzt kommen unter die Golf-Pros. So einen Buggy bräuchten wir noch. Ich glaube, oben sind Pros. Wir gehen da unten, wo niemand ist, wo ja, uns niemand zuschaut. Holy shit, da kann man ja noch weit schiessen. Hey. 200 Meter ist das Letzte, was ich dort gesehen habe. Uns haben sie die kleinsten Schläger gegeben. Wahrscheinlich vertrauen sie uns nicht. So, leider ein bisschen das dunkle Setup. Hättest du da nicht die Holzdinger, die da drauf den Ball tun? Nein, das nicht. Ah, oh, ja, aber die Fußdrehung war schon gut gewesen, ja? Wenn du am Anfang bleibst? Ja. Du hast eigentlich den ganzen Schwung nur aus dem Oberkörper. Die Arme, die Füße nur. Ich brauche mehr Platz. Und lass den Schläger nicht los. Das muss so machen. So der Schläger so im Wind steht. Also jetzt, wenn ich da gerade stand, habe ich es mir einfacher vorgestellt. Aber okay, wir probieren wir mal. Also das sind sicher 2 Meter. 2,5 Meter. Wow! Dafür haben wir einen Ball gespart. Wir können noch mal. Ja, wir können eigentlich durchholen. Second first try. Wow, das ist doch noch schwierig, was ich gedacht habe. Ah, muss man da drauf schiessen? Nein, muss nicht drauf, aber viele finden es einfacher. Aha, weil es weicher ist. Second first try. Wow, das ist doch noch schwierig. Ja! Schlägt die an! Am Boden entlang. Oh, das ist ein Boden so riesig. Ein Boden so riesig. Ja, jetzt du, jetzt los. Jetzt schauen wir dir zu. Die haben das definitiv unterschätzt. Also üben kann man ja so. Und das Wichtige ist eigentlich, Schläger verkehrt heben. Dass man das gehört. Okay, first try. Okay. Das war noch nicht. Ja, hätte ich auch können sagen. Ah, nicht. Ich mach nochmal. Ja, aber immerhin jetzt schon mal getroffen und es hat gesurrt. Es hat gesurrt. Was ist das so, was Siebner? Ein Siebner Eisen, ja. Siebner Eisen. Der ist nice gewesen. Das ist so satisfying, das ist so wichtig. Und das ist dein Ziel. Geil. Okay. Also, geben wir ein bisschen Zeit, ich probiere das da. Wow!
Hast du gesehen, was für ein Bogen? 100 Meter dort hinten. Ja, 80, 90. Ja, der zweite Versuch oder dritte gerade richtig getroffen. Da dann macht das sogar Spass. Wirklich satisfying. Wow! Oh. Geil, der fliegt auch lang. Wow! Ball Nummer 4. Ah, wieder voll versagt. Yo, Alter, deine sehen nice aus. Yo! Aua! Ach, fuck. Wieder ein Boomer. Oh ja! Ja! Jetzt, der hat sich jetzt auch ganz gut angefühlt. Ah, shit. Na. Beim drittletzten Ball habe ich jetzt noch langsam meine Technik gefunden, die am besten funktioniert. Ich muss den Schläger richtig haben. Jetzt habe ich da vorne noch ein paar zusammengelesen. Machen wir noch die letzten 4. Zusammen, bevor wir weitergehen. Am Busy Wednesday. Das Netz kriege ich vielleicht noch kaputt. Das ist das Ziel von heute. Ja, ja. Alles andere als gut und satisfying. Letzter Ball. Fokus. Ja, und noch ein richtig schlechter, um die ganze Session abschliessen. Jetzt hüpfe ich noch ins Wasser für einen Night Dive. See you later. So, Ladies and Gentlemen, ich bin jetzt hier am Thunersee vorgefahren und habe gesehen, da ist sich einer parat machen, ein Taucher. Schnell hergefahren, gefragt, ob ich mitgehen kann. Und jetzt geht's los. Es ist schon dunkel. Ich mache mich jetzt parat und dann gehen wir hier rein. Gehen wir tauchen. Zeigen Sie mir den Spot. Let's go, ich nehme euch mit. So, wir kommen zum letzten Teil von dem Video und zu meinem ersten Tauch-Voice-Over. Ich bin da schon voll parat und warte auf die anderen. Sie sind sich noch parat machen, haben noch etwas Kleines vergessen. Bodycheck haben wir gemacht, wo man sich gegenseitig noch mal kontrolliert, ob alles passt. Und da gehen wir auch schon ins Wasser. Ich sehe, es ist komplett dunkel, alles mit nur einer Taschenlampe am Navigieren und auch Zeichen machen, mehrheitlich mit der Taschenlampe. Ich habe es vorher schon gesagt, ich habe die Taucher zum ersten Mal hier getroffen, einfach random am Strassenrand angequatscht, ob ich mit ihnen mitgehen darf. Es sind noch ganz viele andere Taucher hier unterwegs. Ihr seht es auch im Hintergrund, manchmal andere Taschenlampen und so. Der Tauchspot heisst Guntenbad, meinte ich. Bin nicht ganz sicher. Es hat auch eine Steilwand, die wir gesehen haben jetzt da gerade vor, wo es ziemlich tief aber ins Loch geht. Da ein kleiner Egli, der am Schlafen war. Da im Tauchbad, da sehen wir noch einen Baum, der umkippt. Es ist ein alter im Wasser, wo noch Zeug dran hängt. Das sind so Tauchersehenswürdigkeiten, kann man so sagen. Und diese Szene finde ich recht geil mit den vielen Lichtern und so. Ja, da sind wir rechts vorne und wieder zurück. Es hat alles super geklappt. Ich hatte noch ein bisschen mehr Blei damals dabei gehabt. Und dann kommen wir auch schon wieder rauf. Ich werde sicher noch einen ausführlichen Tauchvlog machen, bis es dazu gekommen ist und alles. Und jetzt hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns im Outro. Und da wären wir am Ende des Videos angelangt. Ich war gestern im Schnitt und musste etwa 15 Outros noch nachproduzieren, weil ich das vergessen habe. Haben aber alle Scheiße ausgesehen, weil ich so kaputt war. Heute bin ich auf einem Videoshoot hier in Davos. Ihr seht es schon im Hotel und ich sehe wieder nicht viel besser aus. Aber das Video muss jetzt online kommen und darum da jetzt das Outro. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit dieser ganzen Abwechslung vom Dirtjump Trial zu Golfen und am Schluss sogar noch Tauchen. Wenn dem so ist, lasst unbedingt ein Like da, abonniert den Kanal, weil die meisten Zuschauer von euch haben den Kanal noch nicht abonniert. Und das kann doch einfach nicht wahr sein. Von dem her, kommentieren etwas Cooles, abonnieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns im nächsten. Peace out!